Moin liebe Freunde, herzlich willkommen bei Charlemagne. Heute mit einem Video 5 schnelle Fragen an Charlemagne. Wir beantworten eure Fragen aus... Das ist die Waschmaschine. Habe ich übrigens auch zu Hause. Nach einem kurzen Take geht's weiter und wir beantworten eure Fragen. Also bis dahin, dranbleiben. Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Wir haben es schon angekündigt, wir beantworten heute mal eure YouTube-Fragen, die so in der letzten Zeit reingekommen sind. Dazu mein Handy an der Stelle. Ja, fangen wir doch einfach oben mal an. Und zwar fragt der Jason Voorhees, ist Bartbalsam und Bartspülung, in Klammern Bartconditioner, dasselbe? Nein, ist es nicht. Grundlegend komplett was anderes. Genau, ich würde sagen, dass also so eine Bartspülung bzw. so ein Bartshampoo eher für die Pflege da ist. Das heißt, und man benutzt es auch beim Waschen. Also wir fangen erstmal an, der Zweck, Sinn und Zweck des Ganzen, also wie gesagt, die Pflege ist eher, dafür ist das Bartshampoo bzw. der Conditioner zuständig und der Bartbalsam ist dazu da, um den Bart in Form zu bringen und so ein bisschen am Aussehen etwas zu machen. Ergänzend dazu kann man sagen, also die Bartspülung, der Conditioner ist dazu da, das Haar ein Stück weit zu entwirren, zu glätten. Ergibt eigentlich nur Sinn, wenn man so einen Bart trägt. Bei mir langsam fängt es an, ne? Und ist tatsächlich eine grundlegend andere Sache, die aber in Ergänzung mit einem Bartbalsam ihren Nutzen trägt. Denn ihr könnt dann diese Haare formen, die geglättet sind. Ne? Und natürlich auch, ist auch die Anwendung, sage ich mal, die Anwendungsform ist natürlich auch anders. Ne? Ihr macht so einen Conditioner bzw. so ein Shampoo, benutzt ihr wirklich während des Waschens. Klar. Ne? Genau, also das heißt, ihr arbeitet das ins nasse Haar ein, lasst es einwirken. Bei einem Conditioner zum Beispiel, das Shampoo direkt beim Duschen oder beim Waschen macht man es. Und den Conditioner lässt man einwirken. Und während man diesen Bartbalsam eher ins trockene Haar halt einarbeitet, nach dem Föhn, wenn er schon in die richtige Form gekämmt ist, dann packt man halt den Bartbalsam ins Barthaar, arbeitet man ein, um das Ganze in Form zu bringen. Also wie gesagt, es sind zwei grundlegend verschiedene Sachen, ne, und deswegen sollte man die auch nicht verwechseln. Nagitek fragt, Frage an den Profi. Wie weit unter dem Kinn würdest du den Bart abmachen bis zum Kehlansatz? Fragezeichen. Es geht mir darum, dass der Bart sehr voll aussieht. Das ist eine sehr gute Frage. Fangen wir mal an, ich fange mit einem Fehler von mir an. Ich habe es damals so gemacht, dass ich wirklich die Haare nur vorne abwachsen lasse. Sage ich mal einen Zentimeter bis hinter der Kinnspitze. Und zwar wirklich hinten komplett gar nicht abwachsen lassen. Und dann sah der Bart natürlich lang aus, aber der wirkte halt nicht voll. Also lange Bart. Wie so eine Gardine, ne? Genau, wie eine Gardine. Genau, wie so ein Vorhang, wie so eine Jalousie. Und es sah halt wirklich, ich fand es persönlich nicht gut. Bis ich dann hier bei Charlemagne Barber war und mir der Schein gesagt hat, Chris, lass einfach mal bis wirklich runter fast zum Kehlkopf wachsen. Also wirklich diese Fläche, die bis halt in die Ecke, ne, kurz über eurem Kehlkopf geht, wachsen lässt. Und das halt wirklich in der Gleichmäßigkeit. Und das heißt, also die Sahara auch beischneiden, dann wirkt euer Bart erstens viel voller und ihr habt auch viel mehr Stabilität, als wenn ihr vorne wirklich nur so eine Gardine hängen lasst. Mhm. Das ist wirklich der Pro-Tipp, den ich euch jetzt ans Herz legen kann. Wirklich bis hier und knapp über dem Kehlkopf wachsen lassen. Der Nagitak, der hat übrigens noch ein paar andere Fragen gestellt. Erstmal hat er dir Props gegeben. Er schreibt, der Bart ist hammergeil. Danke, danke. Und er schreibt noch, was sagst du zu Rizinusöl für das Haarwachstum? Also grundsätzlich, das beeinflusst das Haarwachstum nur semi. Es ist so, dass ihr natürlich nicht erwarten könnt, wenn ihr irgendwelche Pflegeprodukte benutzt, dass euer Bart auf einmal aus allen Ecken sprießt und ihr von heute auf morgen ja über euren Bart stolpert. Es ist vielmehr so, dass ihr auf Rizinusöl hat halt Stoffe, die diese Haarwurzel penetrieren können und fördern können. Unter anderem auch, ich weiß es jetzt nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit, aber da sind Vitamine drin und Stoffe, die das Haarwachstum fördern. Wenn grundgegebene Sachen da sind. Ich probiere mich immer so in die Rolle dieser Fragesteller, ich weiß nicht, wie alt du bist, rein zu versetzen. Es ist häufig so, das waren zumindest meine Erfahrungswerte, dass junge Leute fragen, die halt noch gar keinen ausgeprägten Bartwuchs haben, aufgrund der Entwicklung des eigenen Körpers und sich von Pflegeprodukten halt erhoffen, dass auf einmal das Ganze abgeht. Und das geht nicht. Das geht nie. Könnt ihr vergessen. Also man muss dem Ganzen Zeit geben, das haben wir auch getan. Das ist einfach der natürliche Prozess, den jeder Mensch halt innerhalb seiner Pubertät und auch lange danach teilweise noch durchläuft. Ja. Und da entwickeln sich erstmal die Haarwurzeln im Gesicht. Ne? Man bekommt dann erst Haar im Gesicht. Und ihr könnt das fördern, dass dieser Bart natürlich stärker wächst. Aber wenn die Haarwurzeln noch nicht so entwickelt sind, dass sie ein Barthaar hervorheben, sondern eher Pflaumen, dann bringt auch das Rizinusöl keine großartige Steigerung, also sondern höchstens stärkeren Wuchs, schnelleren Wuchs. Genau. Ich sag mal so, also Rizinusöl ist mit Sicherheit eine gute Sache, wenn man es aufträgt. Es ist halt ein natürliches Öl, was so vorkommt. Es sind keine Zusatzstoffe mit reingepackt, wie man das aus bestimmten Kosmetikprodukten
die man kaufen kann, halt so findet. Um dann aber dafür zu sorgen, dass das Haar mit Nährstoffen versorgt wird, wäre es ganz gut, halt ein richtiges Bartöl zu kaufen. Also ihr könnt es quasi ergänzend oder du kannst es ergänzend zu anderen Bartpflegeprodukten benutzen. In diesem Sinne, es ist gut, aber erwarte bitte nicht, dass jetzt dein Bart innerhalb von kurzer Zeit sehr schnell wächst. Es ist kein Wundermittel. Es kann das Ganze wirklich fördern, unterstützen, aber es ist auch nicht so, dass ihr dann einen Zaubertrank auftragt, wenn ihr macht und der Bart ist auf einmal da. Funktioniert nicht. So viel zu der Frage. Ich habe hier noch eine neue rausgeholt und zwar schreibt Sebastian H. Wird, wenn man die Bartbürste so benutzt, auch die Durchblutung angeregt? Kann man ganz kurz sagen, ja. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ja klar, solange du die Haut damit berührst und penetrierst, wird natürlich die Durchblutung angeregt. Genau. Ich muss sagen, also ich benutze bei meiner Länge keine Bartbürste mehr, weil es bei mir, also oder ich benutze es schon, aber nicht, um jetzt meine Haut anzuregen, weil ich komme bis hierhin. Kommst du gar nicht drauf, ne? Genau. Ja, bei deiner Länge würde ich sagen, ist das noch in Ordnung. Klar, wenn du oben anfängst an den Wangen, ne, berührst die Haut, penetrierst die Haut und dann wird die Durchblutung angeregt, keine Frage. Aber ich benutze dann wirklich, um das Haar zu glätten, um nicht irgendwie irgendwas anzuregen. Philipp Krie schrieb vor 3 Wochen in dem Video 5 Bartpflegetipps für Anfänger. Und er spricht davon, dass er bereits 30 cm lange Barthaare hat. Wow, okay. Ich muss ehrlich gestehen, ich föhne meinen Bart selten bis kaum. Habe festgestellt, ich ziehe mir in letzter Zeit enorm viele Haare raus. Oder kann es an etwas anderem liegen? Wenn du natürlich deinen Bart nur trocken rubbelst, kann es natürlich auch passieren, dass du Haare verlierst. Genau. Das ist der erste Punkt. Und er schreibt dann hier, Bartpflege-No-Gos, das solltet ihr vermeiden. Ich glaube, es zielt dann auf das Föhnen ab. Das Video hat mir geholfen in meinem Problem. Verliere enorm viele Haare in letzter Zeit. Also wieder das Problem. Ne? Okay. Ich wasche ihn täglich und gehe mir sehr oft durch den Bart. Nächster Punkt, den er sagt, werde es nun ändern. Bin nun bei über 30 cm Bartlänge. Schön, dass wir dir da helfen konnten. Wir wollen es dir dann tatsächlich noch mit deinem Problem aufgreifen, dass auch anderen Leuten geholfen wird. Haare definitiv föhnen, egal auf dem Kopf oder bei einer bestimmten Länge auch im Gesicht. Ne? Und man sollte ihn nicht täglich waschen. Genau, also da rate ich auch von ab. Klar, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt beim Portugiesen war und hat halt Gambas gegessen und Rippchen, wie ich letzte Woche. Ne? Klar, wenn da was im Bad landet, sollte man das auf jeden Fall auch rauswaschen, keine Frage. Ne? Aber da würde ich halt davon abraten, jeden Tag Shampoo zu nehmen, wenn man ihn jeden Tag wäscht oder jeden Tag irgendwelche Pflegeprodukte, weil man muss auch einfach mal Luft an seine Haare lassen. Man wäscht natürlich mit Shampoo oder mit Pflegeprodukten auch die natürliche Hautflora oder Haut- und Haarflora weg, was nicht gut ist. Und dann ist diese natürliche Schutzfunktion einfach nicht mehr gegeben. OKKO schreibt, sollte man seinen unsichtbaren Schnäuzer rasieren? Ja. Man kann keinen unsichtbaren Schnäuzer rasieren, ja, ist ja nicht sichtbar. Nee, eigentlich nicht. Ne? Also wie soll man sagen? Die ist doof gestellt, die Frage, muss man. Sorry, mein Freund, aber ich denke, du gehst davon aus, dass du deinen Flaum auf der Oberlippe als Schnäuzer bezeichnest. Deshalb unsichtbar. Aber es sind ja Haare, genau. Es sind ja Haare, die vielleicht der Hautfarbe angepasst sind. Deswegen sieht man sie halt nicht. Der natürliche Mechanismus, ihr schneidet euch. Was macht euer Körper? Was machen eure Hautzellen? Die realisieren, okay, da ist was offen. Ne? Ich muss das jetzt reparieren. So, und so würde ich sagen, ist das bei den Haaren auch. Zu einem gewissen Grad. Und deswegen würde ich sagen, ich würde es jetzt nicht sagen, dass es wissenschaftlich belegt ist, aber meine Erfahrung zeigt, dass wenn man etwas regelmäßig rasiert, wächst es auch nach. Ja, liebe Freunde, das waren unsere Zuschauerfragen, vielmehr unsere Zuschauerantworten. Genau. 5 schöne Fragen an Charlemagne, von Charlemagne beantwortet. Ja, liebe Leute, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, gebt uns doch Props, schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da und vor allem lasst die Glocke läuten und verpasst uns ein Abo, damit ihr auch bei den nächsten Zuschauerfragen von euch auf unsere Antworten gespannt sein dürft. Und in diesem Sinne... Schön fertig bleiben.